Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Quatsch, Forza Horizon 5. Wir starten mit dieser Veranstaltung. Allerdings wollte ich euch vorher noch zeigen, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe alle aktuell verfügbaren XP- und Schnellreisetafeln geholt. Und habe da offensichtlich einen übersehen, während ich gerade zurückgefahren bin. Ich hasse mein Leben. Ich war hier nochmal, habe hier unten nochmal ein bisschen was gemacht, habe ein bisschen was erkundet. Freddy hat in der Zeit angefangen zu spielen. Wir haben jetzt übrigens Freitagabend. Beziehungsweise es sind 2 Minuten Samstagmorgen. Das ist 23.58 Uhr. Wir fahren jetzt das hier. Ein staubiger Pfad, der sich seinen Weg durch die felsige Wüste bahnt und zwischen befestigten und unbefestigten Straßen wechselt, endet am Hauptgelände des Horizon Festival Mexiko. Wir fahren zum Mitsubishi Lancer. Habe ich mich richtig Bock drauf. Wir haben ein paar Autos gekriegt, nämlich zum Beispiel den Apollo, keine Ahnung, noch nie gesehen. Ein X5M. Charger. Die beiden Eimer hier. Centario, glaube ich. Den Sender hatten wir letztes Mal schon, einen Taycan. Und eine alte Supra. Ja. Wir machen zu dem Lancer, den haben wir schon vorher rausgesucht. Der ist noch nicht getuned. Ich weiß nicht, ob wir wirklich hier vorne noch tunen können, weil unten links steht manchmal Tuning. Übrigens viel zu kleine Räder für das Auto. Und viel zu alt für meinen Geschmack. Ich finde BBS eigentlich eher so auf dem klassischen alten Auto gut. Aber Mai ist ein Lancer Evo 10, oder? Freddy hat übrigens gesagt, die Ladezeiten sind auch mit einer SSD komplett Katastrophe. Also könnte es sein, dass ich es auf einer SSD installiert habe. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir fahren offensichtlich gegen Subaru. Genau, darauf kann ich jetzt gehen. Okay, das ist nur das. Gut. Wir spielen offline, also im Einzelspieler, weil die ganze Zeit der Mehrspieler bei mir abkackt. Ich habe keine Ahnung warum. Wir fahren gegen sehr erfahrene. Ich muss mal gucken, ob das passt. Aktuell. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los, ne? Ja. Schauen wir mal rein. Ich sehe Subi, Mitsu. Wir stinken komplett ab. Gut, das Auto ist nicht gebastelt, also gar nicht. 0,0. Jetzt kommen wir mal hinterher. Da ist ein etwas älterer Subi bei. Sehr cool. Ich muss sagen, mir gefällt sehr gut, wie viel reaktiver das Spiel ist als 3. Und auch als 4, aber also 3 war wirklich schlimm. 4 hat dann ein bisschen was besser gemacht und also 5 ist jetzt wirklich geil. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen beiden Spiele vorher kacke waren, aber die waren rein von der Lenkung her, von bei vielen Autos waren die wirklich so, was passiert denn hier? Warum lenkst du nicht, wenn ich lenke? Und hier ist schon sehr viel besser, muss man echt sagen. Ich fahre, glaube ich, mit den gleichen Fahrhilfen wie in Horizon 4, beziehungsweise in Horizon 4 bin ich ganz lange, ohne drüber nachzudenken, ohne Traktionskontrolle gefahren. Nämlich das komplette Fortune Island DLC und ein bisschen was vom Lego DLC und ein bisschen was vom Hauptspiel, glaube ich auch. Da mache ich übrigens gerade noch 100%. Fortune Island und Lego habe ich ja schon 100% gemacht. Lego konnte man ja sogar on Video sehen. Allerdings, ja, bin ich jetzt noch nicht beim Hauptspiel nicht so weit, weil jetzt Horizon 5 erstmal rauskam. Ich heute Morgen eine Stunde aufgenommen habe oder ein bisschen länger, beziehungsweise gespielt habe. Und jetzt wollte ich nochmal so 1-2 Stunden ranhängen. Wie gesagt, ist jetzt gerade, ne, guten Morgen, ja, mit Samstag. Da, wo auch dieses Video rauskommt, 14 Uhr. Das zweite Video wieder um 15 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das beibehalte. Ich denke, ich werde wieder auf ein Video pro Tag runtergehen, aber ich wollte halt wenigstens die ersten 2 Tage 2 Parts bringen. Weil ich dann schon mal 4 Videos raus habe, anstatt nur 2. So, und dann kann ich halt ein bisschen mehr aufnehmen am Stück. Werde wahrscheinlich darum kotzen noch, aber ist egal. Ich nehme ja aktuell nichts anderes auf. Beziehungsweise, ich wollte das Wochenende über auf jeden Fall noch eine Sega-Sache aufnehmen. Nämlich Sega Rally Championships. Das wird dann um 13 Uhr kommen. Übrigens sehr einfach. Haben wir relativ entspannt geschafft. Können auf jeden Fall die Schwierigkeit noch hochstellen. Und wenn wir jetzt gerade hier sind, möchte ich auch das Auto umbauen.
Desierto-Fahrt? Ich bin immer so langsam mit Lesen. Ja, Sega Rally Championships wollte ich noch aufnehmen. Kommt dann um 13 Uhr. So wie die Sega-Spiele eigentlich immer um 13 Uhr kamen. Ist ja auch family-friendly-shit. Und ist ein Zweitprojekt. Das Zweitprojekt kommt ja eigentlich erst um 16 Uhr, glaube ich. Ich habe das schon alles nicht mehr so ganz im Kopf. Ja. Freddy sagt, er hat so 8 Stunden bis jetzt gespielt. Hat auch schon ein paar Sachen im Spiel erreicht. Sagt aber selber, er ist gefühlt noch ganz am Anfang. Wir sind übrigens eben Level 4 geworden. Als ich ein bisschen in der Karte rumgefahren bin. Freddy hat 305 Straßen pro Sekunde. Wir sind jetzt bei 70, glaube ich. Oder 80 oder so. Ja. Mal gucken. Ja, ein paar mehr für den Schild. Ah. Zum ersten Abenteuer. Mach weiter so. Wir feuern dich an. Wo kann ich das umstellen? Das macht mich wahnsinnig, dass sie mich Jan nennt, ey. Wo kann ich das umstellen? Falls ich es jetzt nicht finde, bitte direkt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich möchte es wirklich gerne umstellen. Da. Oh Gott, bless. Nein. Spitznamen. Wo, Boss? Da. Danke. Gott bless. War bisher in jedem so. Bitte lass das auch. Ich wollte nicht raus. Ich hasse mein Leben. Aber scheinbar startet es jetzt nicht mehr automatisch auf dem Auto kaufen, verkaufen Scheiß, sondern auf dem... Ich muss X drücken. Sondern auf dem eigenen Auto, das Fuhrparkding. Das ist cool. Willst du deinen Wagen verbessern? Ja. Dann bist du hier richtig. Komm, ich zeig dir alles. Okay, wir haben 100.000. Ich möchte nicht so viel machen. Individuelle Upgrades ermöglichen dir die eigene Auswahl von Modifikationen für dein Auto. Wenn du beispielsweise gezielt die Bodenhaftung beeinflussen möchtest, probier neue Reifen aus. Wenn du mehr Leistung möchtest, warum nicht einen Turbo einbauen? Weil das Auto hier einen Turbo hat, serienmäßig. Also warum sollte ich einen Turbo einbauen? Wenn du deinen kompletten Motor auswechseln willst... Uff. Aber 20.000 ist halt aktuell zu viel. Bisschen viel vielleicht. Um deine Aerodynamik zu ändern. Boah. Schisch. Was kostet das? Ich hab mich drauf geachtet. 1000. Okay, das ist in Ordnung. Da muss einfach eine dicke Theke drauf. Das ist eine dicke Theke. So, also, das ist halt einfach nur maßlos übertrieben. Und das auch. So, das ist einfach perfekt. Fühle ich gar nicht. Das auch nicht, ne? Genau, das ist Wahres. Okay. Was? Ah. Ja, also weiß ich, fühle ich alles gar nicht. Ja, machen wir. Ne, soll noch straßennah bleiben, muss ich sagen. Wir lassen ihn so, wie er ist. Und dann hätte ich gerne... Teile für deinen Motor? Hier. Hier passt du dein Handling an. Offroad-Fahrwerk. Ja. Sollte reichen, glaube ich. Willst du weitermachen oder sollen wir das einbauen? Das ist okay. Haben wir gerade mal 9.000 Mark ausgegeben. Das ist einfach ein Zehntel von dem Geld, was wir haben. Egal. Sehr schön. Fahren wir jetzt mal weiter, würde ich sagen. Wir wollen ja mindestens noch ein weiteres Event heute machen. Eigentlich zwei sogar. Wo ich dann wieder die Offroad-Reifen runterwerfen müsste. Egal. Wir fahren mal kurz dahin. Oh Junge, ey. Habe ich Offroad-Reifen überhaupt draufgeschmissen? Ne, ich habe nur ein Offroad-Fahrwerk eingebaut, ne? Ja, das sollte aber passen. Und Auto sieht jetzt halt deutlich geiler aus. Ich muss sagen, so ein Lancer ist wirklich ein schickes Auto. Wirklich, wirklich. Gefällt mir schon sehr gut. Spoiler können für meinen Geschmack ein bisschen breiter sein. Also wirklich, wirklich nur ein ganz kleines bisschen. In 400 Metern rechts ab. Meine Güte. Ich glaube, Bremse verbessern wäre auch noch gut gewesen, weil Bremse... Also, Leistung ist okay, ne? Geht gut nach vorne. Hat ein bisschen Turboloch halt.
Ich weiß übrigens noch nicht, wie ich zu den Fähigkeitenpunkten stehe. Damit kann man richtig schnell boosten. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt. Ich habe es ja in Horizon 4 gar nicht benutzt. In Horizon 3 haben sie mir besser gefallen. Ja, und man kann hier relativ viel mit boosten. Braucht man theoretisch nicht. Aber bringt halt schon viel. Nimm eine gewundene Hügelstraße durch die Anhöhen von Mulerge. In Angriff und schlängel dich dann durch die engen Gassen der Stadt. Selbstverständlich mit diesem wunderschönen Auto hier. Lenzer, muss ich sagen, fühle ich in Rot. Fühle ich aber auch in Silber oder Blau sehr. Gutes Auto. Ja, spätestens wenn wir Geld wie Heu haben, kein Problem mehr. Wir haben noch keinmal drehen dürfen. Das ist scheinbar jetzt nicht mehr mit jedem Levelaufstieg so. Finde ich komisch. Fand ich in Horizon 4 gut. Das war eine der besten Änderungen zu Horizon 3. Weil man dadurch sehr viel Stuff gekriegt hat. Ich stelle jetzt einen hoch. Also auf Experten. Übrigens auch eine sehr gute Änderung von 4 zu 5 ist, dass der Streamer-Modus automatisch anbleibt, wenn du ihn einmal anmachst. Ich weiß aber so nicht, was er bringt. Weil man kann ja jetzt einfach Radio ausmachen, wie ich es gemacht habe. Und dann ist Radio halt da mal raus. Das ist aber sehr viel Straße für ein Dirt-Rennen. Interessant. Gut. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ich kann bis jetzt übrigens zu der Karte sagen, gefällt mir sehr gut. Ich finde die Karte wirklich schick. Ich mochte Horizon 4 ja auch. Horizon 4 stieß bei meinem Freundeskreis nicht so auf so richtig viel Zustimmung von der Optik her. Niki und Freddy meinten so, ja, England ein bisschen langweilig, ein bisschen nicht so geil. Ich meine, gut, dass sie auf der falschen Seite gefahren sind, ist jetzt einfach die beste Änderung. Ich glaube, ich hatte im letzten Part schon gefragt, wo die anderen Horizon-Teile gespielt haben, ne? Also 1 und 2. 3 war ja Australien. Japan oder so hätte ich mal gefühlt, aber es ist halt dann sehr eintönig, wenn das nur Innenstadt ist, also nur Tokio oder so. Weil man da ja wahrscheinlich auch hätte mehr machen können. Ist übrigens nicht England, ist Großbritannien, ne? 4? Ich glaube, 4 ist Großbritannien und nicht England. Aber okay. Auf jeden Fall muss ich sagen, also 5 jetzt Mexiko, coole Location. Natürlich sehr beschönigt hier alles, weil, also ich glaube, an sich ist Mexiko echt übel. Sowas Bandenkriminalität, Mafia und sowas angeht. Weiß ich nicht, ob ich da hinwollen würde. Nicht, dass man vielleicht versehentlich noch auf offener Straße erschossen wird. Ich meine, die Chance in Amerika schon nicht niedrig. Ich glaube, in Mexiko ist eher noch höher. Von daher weiß ich nicht, ob ich da unbedingt hinwollen würde. Auf jeden Fall ein sehr schönes Ländchen. Also optisch, ne? War ich noch nie, kann ich also nicht so gut beurteilen. Aber so von dem, was ich hier sehe, schon ganz hübsch. Komm, ein kleines Auto, das schaffst du. Heieiei. Ich weiß auch nicht, ob ich in dem Teil hier ein bisschen festere Autos habe als im Vorgänger. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu reinschreiben, ob ich wieder so ja, alle Autos so ein bisschen fahren soll. Oder nur so ein paar Feste haben soll. Bei dem würde ich dann natürlich auch so ein paar Punkte investieren. Das macht dann ja auch Sinn. Und wenn man jedem Partner ein anderes Auto fährt, macht das halt echt keinen Sinn. Weil, absolut useless dann. Fährst ja eh im nächsten Partner ein anderes Auto. So, von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass ich so zwei, drei Straßenautos habe, dann so zwei, drei Offroad-Autos und zwei, drei, Dirt-Autos, also Rallye-Autos, könnte ich mir gut vorstellen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, jo, nee, mach mal lieber jeden Part ein anderes Auto, weil mehr Abwechslung, kein Thema, ne? Und mich würde mal interessieren, wie ihr das macht, also bei Freddy weiß ich ja, dass er es privat spielt, also dass er privat auch spielt, so rum. Junge, okay. Wechselst du häufig deine Autos oder fährst du eigentlich durchgehend das gleiche? Weil ich glaube, ich würde sehr viel das gleiche fahren, wenn ich erstmal welche gefunden habe, die mir gefallen.
weiß nicht, ob die Soundlags nur bei mir waren, wegen Kopfhörer. Könnte sein, dass ihr gerade Soundlags gehabt habt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im ersten Part Frame-Probleme hatte. Das ist jetzt nicht vom Spiel, sondern von der Aufnahme her. Ist ja jetzt wieder ein Fenster, ist ja jetzt wieder eine Spielaufnahme. Keine Bildschirmaufnahme wie Horizon 4. Denn Horizon 4 ist einfach gecrashed, wenn ich eine Bildschirmaufnahme gemacht habe. Kleiner Spaßfakt am Rande, war nicht so cool. Horizon 5 kann's. Nice. Bisschen zerdellt, aber okay. Nice, abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Krieg Kopfschmerzen. Ich müsste einfach was trinken. Gewinner! Sehr schön. Dürfte Level Up sein. Yep, Level 5. Nice. 40k! GG. Ja, wie oft darf ich denn drehen? Darf ich nur alle 5 Level jetzt drehen? Weil das finde ich schade. Gut, ich habe in Horizon 4 irgendwie noch 40 oder 50 Spins über. Und auch noch 15 Super Spins oder so. Weiß ich gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Gut, ein paar neue aufgedeckt. Die hole ich mir wieder in einer Pause. Und wir machen noch das hier heute. Würde ich sagen. Okay, also wir können auch das XP-Ding dann noch mitnehmen, wenn wir da direkt dann vorbeifahren, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, es ist oben auf dem Dach drauf, ich hole es nicht. Hole ich dann privat. Ja, ich muss sagen, Turbo-Lag bei dem Eimer hier ziemlich groß. Also wenn du ein bisschen aus dem Gas rausgehst, dann ist Turbolader eher so, ja, ich bin gerade nur der Eimer, jetzt nix. Nix. Er hat mich gefragt, als ich in den Offline-Modus gewechselt bin, hat er mich übrigens gefragt, ob ich jetzt, also hat er mir gesagt, dass ich jetzt nur noch gegen Driver-Tare fahre, anstatt gegen echte Spieler. Ich bin auch vorher nicht gegen echte Spieler gefahren. Also. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde. Meine Güte. So, wir haben noch 2 Minuten. Das heißt, es wird mal wieder ein überzogener Part, aber wir sind ganz am Anfang, da ist es okay, ne? Hab nicht drauf geachtet, was hier ist. Offensichtlich eine Rundstrecke. Ich muss X drücken, warum auch immer. Die Horizon Mexico Rundstrecke ist eine ausgewogene Strecke für Nachwuchsspieler und Veteranen gleichermaßen und eignet sich ideal, um an den Rennkünsten zu feilen und die Zuschauer zu begeistern. Nice. Ich möchte das gerne mit dem Auto hier machen, danke. Gib mir nicht immer 80 andere Autos vor. Eieieiei. Passend zu Autos. Gibt ja jetzt wieder für nächstes Jahr den Kalender von JP. Ich habe mir den die letzten 3 Jahre eigentlich immer geholt. Ich muss sagen, ich fand den ersten okay. Der zweite war richtig krass. Ich finde den dritten nicht so. Also, Entschuldigung, den ersten nicht. Den ersten hatte ich nicht. Das war der 2019er. Ich hatte 2021, 22. 20 war cool. 21 war richtig krass. 22 ist eher okay. Also. Jetzt nicht von der Qualität, die Qualität ist Junge. Also, ich habe selten so hochwertigen Kalender in der Hand gehabt. Aber, ich finde die Motive relativ langweilig. Also, wenn ihr das Video gesehen habt, ich habe es gesehen, nachdem ich den Kalender bestellt habe, 2-mal für mich und 1-mal für meinen Cousin. Ja, ich finde die Motive jetzt nicht so den Hammer. Und die B-Seiten sind sehr beschissen, in meinen Augen. Also, finde ich gut. Die B-Seiten letztes Jahr waren das Beste am ganzen Kalender. Das ist der Grund, warum ich ihn 2-mal gekauft habe. Weil einfach ich mit beide Seiten hinhängen will und die B-Seite richtig geil ist beim letzten Jahr, also 2021. Und dieses Jahr ist die B-Seite halt so, ja, manchmal monochrom, manchmal Outlines, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Fachbegriffe für die Arten, wie die B-Motive dieses Jahr geworden sind, aber nicht cool in meinen Augen. Also letztes Jahr war deutlich geiler, muss ich echt sagen. Bin ich nicht so begeistert von, leider. Aber Mai ist ein Kalender, er ist bezahlbar.
Also klar, wenn jetzt jemand sagt, Junge, 35 Euro für einen Kalender finde ich schon ganz schön viel. Klar, das ist ein Haufen Asche. Aber es ist halt auch ein wirklich hochwertig gedruckter Kalender, da kann man wenig meckern. So, ich mir überlege, wenn irgendwelche Dussel zu Decius gehen und einfach so einen überteuerten, ja weiß ich nicht, Strandkalender oder die schönsten Leuchttürme oder so eine Scheiße kaufen, finde ich das schon hochwertiger, muss ich sagen. Also rein vom Druck jetzt her. Über Motive kann man immer streiten. Ich finde es halt dieses Jahr nicht so geil. Falls ihr ihn gesehen habt, komplett beschissen finde ich den Ferrari und den GTR, die aus dem Himmel fallen. Das ist für mich einfach so, ja okay. You stupid? Hättest auch ein schönes Design einfach nehmen können, aber nein, dann machst du wie das Auto aus Himmel fällt. Finde ich nicht gut, also wirklich gar nicht gut. Der Beetle ist ganz nett geworden. Also der nicht aus Horizon, sondern aus dem anderen Rennspiel, von dem mir gerade der Name mal wieder nicht einfällt. Genau das meine ich, genau. Ja, also der ist ganz cool. Ein paar Motive, die ganz cool sind, so. Aber den Großteil finde ich eher okay. Nicht begeisternd. Wie gesagt, 21 hat mich richtig, richtig gekickt. Weil, also 21 waren motivtechnisch richtig harte Dinger dabei. Der Thunder Bunny war richtig geil. Ist der einzige, an den ich mich jetzt namentlich erinnere. Ich habe sie übrigens nicht aufgehängt. Weder den 20 noch den 21. Der 22 wird wahrscheinlich auch nicht aufgehängt. Ich wollte mir eigentlich die auseinanderschneiden und rahmen. Und zwar nicht, weil ich so ein riesen JP-Fan bin, sondern weil ich die Motive richtig geil fand, halt vom 21er und vom 20er, die waren auch wirklich cool. Und ich werde auch beim 22er jetzt Motive finden, die ich so geil finde, dass ich sie rahmen wollen würde. Aber ich hatte halt mehr erwartet. Gerade weil ja auch immer wieder gesagt worden ist, oh, der ist nochmal so viel krasser geworden. Also drucktechnisch würde ich da nicht widersprechen. Aber halt von der Grafik her nicht. Weil ich krass finde, dass es keine Action, also keine echten Fotos sind, sondern halt alles gemachte Grafiken. Finde ich extrem. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Ich würde sagen, ich nehme jetzt im Anschluss direkt noch ein Part auf. Wir kriegen jetzt, glaube ich, schon eine neue Veranstaltung, hoffe ich. Ja. Aktuell könnte ich noch eine Stufe schwieriger stellen. Wir gönnen uns erstmal die... Noch nicht die nächste Stufe, okay. Entschuldigung, habe ich falsch gelesen, aber beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und ich habe, wenn ich richtig gesehen habe, kriegen wir jetzt auch noch nicht die nächste Stufe Rennen, richtig? Hey Boss! Toll gemacht! Wir sind fast bereit für ein Abenteuer von Horizon und wir wollen dich dafür. Wir unterhalten uns später. Okay. Also wir haben jetzt noch eins da. Das war's. Ich hole jetzt in der Zwischenzeit. Oder, naja, das mache ich dann im nächsten Part. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann das letzte Rennen, was aktuell noch da ist. Ich weiß noch nicht, ob wir den Bronco dafür nehmen oder irgendeinen anderen Eimer. Irgendwas finden wir schon. Bis dahin, haut rein und tschüss.